Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Steht ja jetzt in den Tagen an. Vielleicht ist es ja auch bei euch schon soweit, aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Silvesterparty. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, bleibt auch schön fair. Das ist die englische Liga und los geht's mit Brighton & Hove Albion gegen den FC Everton. Viel Spaß dabei. Brighton & Hove Albion konnte sich gegen den FC Arsenal zu Hause ein 1:1 erkämpfen. Jetzt kam der FC Everton in das Amex Stadium und die hatten 5:1 gegen Burnley gewonnen. Und hier hatten sie auch die erste Möglichkeit. Starke Anfangsphase von Everton. Bernard mit der ersten Möglichkeit konnte hier noch pariert werden. Aber weiterhin die Gäste besser in der Partie mit dem Großteil der Chancen. Von der rechten Seite bringt Dinier den Ball in die Mitte. Und da steht dann Kurt Zouma und kann den Ball über die Linie bringen. Erstes Saisontor für den Verteidiger, 23. Spielminute. Da hält er den linken Fuß hin und mit dem linken Außenriss, mit der linken Pike, bekommt er den Ball dann direkt unter das Dach gezimmert. Das 1:0 also für die Gäste. Und das war absolut verdient. Und sie spielten weiterhin sehr ansehnlich nach vorne. Coleman über die rechte Seite, bringt da die Flanke rein. Und Walcott ist mit dem Kopf da und kann in der 29. Minute direkt das 2:0 erzielen. Viertes Saisontor und dass der mal ein Kopfballtor macht, ist auch nicht das, was man jeden Tag in der Premier League erlebt. Perfekt getroffen, nickt den ein und so stand es dann 2:0. Und die Toffees machten weiter. Bernard über die rechte Seite mit der Flanke, Duffy kann es nicht richtig klären. Walcott mit dem direkten Abschluss. Ryan kann diesmal den Ball aber parieren. Endlich mal etwas fürs Selbstvertrauen, denn sonst war weiterhin Everton nach vorne unterwegs und meistens auch erfolgreich. Calvert-Lewin auf Coleman, 0:3. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang machte das zweite Saisontor von Coleman hier eigentlich schon fast alles klar. Das war für Brighton kaum noch aufzuholen und Everton schien nach dem 5:1 gegen Burnley auch hier wieder auswärts richtig Lust zu haben, Tore zu erzielen. Und das sah man ihnen in den ersten 45 Minuten definitiv an. Im zweiten Durchgang wollten sie dann aber direkt nachlegen und spielten weiterhin hier sehr ansehnlichen Fußball. Wie auch schon eben im ersten Durchgang. Und die erste Möglichkeit kam dann auch zustande, etwas zufällig. Ryan konnte sich jetzt aber mal auszeichnen. Bekam hier wirklich viel auf die Hütte. Bei den Gegentoren sah er meistens machtlos aus. 65. Minute, wieder ein Eckstoß, wieder von der rechten Seite. Im ersten Durchgang hat es geklappt, Dinier bringt ihn rein und dann ist da jemand da und diesmal kann auch der Treffer erzielt werden. Diesmal ist es der andere Verteidiger, Michael Keane ist zur Stelle. Zouma feiert mit ihm mit, also die beiden von hinten im Aufgebot konnten hier erfolgreich sein. Diesmal ist es tatsächlich ein Kopfstoß und Everton hatte noch nicht genug. Coleman, Walcott auf Bernard, kein Abseits, 0:5. 80. Spielminute und Brighton erlebt jetzt hier einen richtigen Albtraum. Nach dem tollen 1:1 gegen Arsenal London wurden sie hier wirklich zerschmettert. Man kann es nicht anders sagen und dann noch einmal Everton. Sigurdsson ist das. Bringt den Ball auf Theo Walcott, 0:6. Und zur Beruhigung tatsächlich war es das dann. Was für eine Blamage für Brighton & Hove Albion. Da hatte gar nichts gestimmt und das ist natürlich bitter als letztes Spiel in der Saison, zumindest im Jahr 2018. Everton gewinnt mit 6:0. Durch den Sieg vom FC Fulham konnten die Gastgeber gegen Huddersfield als Tabellen-19. Antreten und zu Gast war dementsprechend der Tabellen-20. Huddersfield Town stand hier aber erstmal in der Frühphase der Partie besser, da Sergio Rico musste nach 19 Spielminuten das erste Mal wirklich eingreifen. Riesige Möglichkeit hier, das hätte eigentlich die Führung für die Gäste sein müssen. Sergio Rico eben der Einzige, der hier noch was tun konnte. Der anschließende Eckstoß konnte dann nicht richtig geklärt werden. Das ist Durm, der bekommt den Ball wieder, schießt aber seinen Stürmerkollegen an und dann war erstmal nach 20 Minuten weiterhin ein 0:0 auf der Anzeigentafel angezeigt. Dann kam aber wieder mal ein Angriffszeichen der Gäste von den
Tabellenvorletzten kam relativ wenig. Seri schmiss sich hier aber rein, konnte mit der Fußspitze den Gegentreffer abwehren. Kurz vor der Pause versuchte dann auch Fulham mal nach vorne zu spielen. Zuletzt hatten sie ja eben hier zu Hause an der Craven Cottage 1:1 gegen Wolverhampton gespielt. Wenn es mal gefährlich wurde, dann eher aus Zufall. Hier eine missglückte Flanke, die landete dann aber auf dem Dach des Tores. Und so ging es dann mit 0:0 in die Pause. Die Gastgeber hatten nach vorne noch einiges aufzuholen. Huddersfield machte das über weite Strecken eigentlich ganz gut. Es fehlte lediglich der Treffer. Das wollten sie dann im zweiten Durchgang besser machen und sie spielten wieder positiv gut nach vorne. Die erste Möglichkeit gehörte dann Benzer. Nach 52 Spielminuten muss er hier in dieser Szene eigentlich belohnt werden. Tolle Abnahme, der geht dann haarscharf am linken Pfosten vorbei. Eckstoß dann wieder für die Gäste. Es war weiterhin recht einseitig zugunsten der Gastmannschaft. Eckball von der rechten Seite hineingetreten, nicht unbedingt optimal. Trotzdem kommt Billing ran und bringt den auch gefährlich aufs Tor. Der geht dann aber über die Querlatte hinweg, sodass auch hier keine wirkliche Gefahr entstehen konnte. Auch wenn so viel gar nicht fehlte, unverdient wäre es auf jeden Fall auch nicht gewesen. Etwas über eine Stunde jetzt gespielt. Fulham weiterhin sehr defensiv eingestellt. Man wollte vielleicht den Platz 19 verteidigen, aber so richtig gut funktionierte das nicht. Sergio Rico war wieder da, dieser zu zentral platzierte Schuss konnte dann noch abgewehrt werden. Einmal wieder dann ein Angriff der Gäste, der nächste Abschluss, wieder einer dazwischen. Es sollte für Huddersfield an diesem Nachmittag scheinbar nicht sein. Sie hatten diesen Großteil an Möglichkeiten, um nicht zu sagen fast 100% aller Chancen. Und Sergio Rico konnte nicht damit zufrieden sein, was seine Vordermannschaft da spielte. Knapp über eine Viertelstunde noch auf der Uhr. Nochmal die Gäste über die linke Seite, Erik Durm, aber auch das kann dann von Sergio Rico abgewandt werden. Und in der 84. Spielminute noch ein kleines negatives Highlight. Man war sich darüber bewusst bei Fulham, so konnte man nicht spielen. Man grätschte noch rein, Schürrle bekam noch die gelbe Karte völlig zurecht. Und so geht das Spiel dann 0:0 aus, völlig schmeichelhaft natürlich für den FC Fulham. Leicester City konnte tatsächlich unter der Woche Manchester City mit 2:1 schlagen. Nach Rückstand kamen sie da zurück und konnten den Dreier an sich reißen. Hier gegen Cardiff City war man in der Favoritenposition und wollte das von Beginn an unterstreichen. Ricardo Pereira über die rechte Seite mit der Flanke auf James Maddison und der machte in der 17. Spielminute das 1:0. Sechstes Saisontor für den Mittelfeldmann und das hochverdiente 1:0. Danach nicht mal 20 gespielten Minuten für die Gastgeber. Cardiff City auf dem Weg, ja, vielleicht wieder runter ins Unterhaus zu müssen. Man steht auf Platz 17, ein Rang eben noch unter oder über der roten Zone. Trotzdem trat man hier nicht so richtig gut auf und so stand es dann völlig verdient nach knapp 18 Minuten 1:0 für Leicester City. Und sie spielten weiterhin den besseren Fußball. Die Flanke kommt dann von Didi Albrighton, kommt per Kopf an den Ball, kann ihn dann aber nur unplatziert in Richtung des Gehäuses bringen. Klasse, wie er sich durchsetzt, aber Gefahr kam dann nicht wirklich zustande. Dann meldeten sich auch mal die Gäste zu Wort kurz vor der Pause. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das ist Hoylett über die linke Seite, bringt den Ball dann hier aufs Tor und Schmeichel muss das erstmal eingreifen. Starke Aktion von Hoylett, der sich das hier selbst möglich macht, diese Chance herauszuspielen. Der Abschluss ist dann auch gar nicht verkehrt mit genug Wucht, aber etwas zu zentral getreten, sodass Schmeichel eingreifen muss und so das 1:0 zur Pause festhalten konnte. Es standen 45 Minuten noch an für Leicester City, nicht unbedingt einfach, weil Cardiff jetzt erstmal gut aus der Pause kam und die erste Möglichkeit gehörte dann auch den Gästen. Die ist dann aber auch wieder richtig stark von Schmeichel pariert. Super Reaktion, der hätte natürlich gepasst. Knappe Stunde gespielt, dann wieder Leicester City etwas mit besserer Qualität nach vorne. Das ist dann auch der Abschluss, aber Etheridge kann eingreifen und dann verhindert er das 2:0. Das wäre dann wohl auch die Vorentscheidung gewesen, weil Leicester City jetzt wieder drückte und nach hinten kaum noch etwas
zuließ. Aber es war eben durch das Ergebnis weiterhin spannend. Trotzdem die nächste Möglichkeit für Leicester. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite von Albrighton reingetreten. Maguire kommt auch mit dem Kopf an den Ball, trifft dann aber das Tor aus zu spitzen Winkel nicht mal ansatzweise. Also wurde es auch hier nicht wirklich gefährlich. Das 2:0 kam so also nicht zustande. Trotzdem dominierte Leicester City weiter. Sie hatten auch nochmal eine Möglichkeit, die konnte Etheridge dann aber auch entschärfen. Trotzdem gewinnen die Gastgeber hier absolut verdient am Ende des Tages mit 1:0. Hätte eventuell auch höher ausfallen können. Trotzdem, der Dreier ist erstmal auf der Habenseite und das ist das ausschlaggebende Kriterium. Mit dem 5:0 gegen den FC Bournemouth konnte Tottenham Hotspur sogar Manchester City überholen. Man steht an der zweiten Tabellenposition und wollte hier gegen Wolverhampton natürlich den nächsten Dreier einfahren. Die erste Möglichkeit gehört hier aber in Person von Johnny Otto, den Gästen aus Wolverhampton. Aber Loris war da und konnte das dann klären. João Moutinho verliert dann hier gegen Sissoko den Ball. Eriksen und dann wird schnell weitergeleitet. Harry Kane steht am Ende der Nahrungskette und macht in der 14. Spielminute das 1:0. Für die Spurs. 13. Saisontor für Harry Kane. Und mit dem ersten Torschuss der Partie ging dann der Gastgeber in Führung. Das ist natürlich auch ein katastrophaler Fehler von João Moutinho in der Bewegung nach vorne. Das darf so nicht passieren. Und Harry Kane nutzt das dann aus und kann Tottenham in Führung schießen. Und sie blieben jetzt dran, wollten gleich einen drauflegen. Eriksen, Harry Kane auf Sissoko. Traumtor, 19. Spielminute, 2:0. Und so schnell ging es dann. Wolverhampton wusste jetzt gar nicht mehr, wie ihnen geschieht. In dieser Phase waren sie komplett überfordert. In der Defensive kamen sie nicht mehr hinterher. Und Sissoko bewahrt bei nassem Platz hier den Stand und kann den Ball in den Winkel schießen. Super Abschluss. Lässt ihn über den Schlappen rutschen und dann passt er eben perfekt oben rechts rein. So stand es dann auch zur Pause. Ein sehr souveränes Spiel der Gastgeber. Anfangs etwas unsicher in der Defensive, aber nach ein, zwei Chancen von Wolverhampton übernahmen sie dann das Ganze und konnten auch weiterhin im zweiten Durchgang nach vorne Druck aufbauen. Rose dann mal mit der Flanke. Eriksen legt zurück. Dann ist das von Wings ein, ja, Halbschuss, Halbflankenball, der aber nicht gefährlich werden konnte. Keine Stunde gespielt, wieder Tottenham, das 3:0 und damit die vorzeitige Entscheidung. Lag hier Kane auf dem Fuß, super Möglichkeit und wie er den aus dem Stand aufs Tor bringt, das ist eben schon überragend. Dreht ihn leicht an, aber nicht ausreichend genug, um den in den Torwinkel noch zu ziehen. Keine 20 Minuten mehr zu spielen, dann nochmal Tottenham. Das ist Eriksen, legt sich den Ball selbst hin, hat etwas Pech, dass der hier dann gegen den Pfosten prallt. Super Möglichkeit, hätte auch den Treffer verdient gehabt. Jetzt kam zum Schluss tatsächlich nochmal Wolverhampton nach vorne. Sie wollten es jetzt nochmal wissen. Die Superflanke von Adama Traoré und dann Johnny Otto, der hier das 2:1 spätestens hätte machen müssen. Ist zwar nicht unbedingt gleich zu nehmen, der Ball trotzdem aus der Distanz kann der auch mal sitzen. Starke Parade aber auch von Loris. Dann brachte sich Tottenham nochmal selbst hier in Bedrängnis. Aber auch die letzte Möglichkeit konnte von Hugo Loris abgewehrt werden. Und so stand es dann am Ende des Spiels 2:0. Hochverdienter Sieg. Auch wenn Wolverhampton jetzt zum Schluss nochmal etwas stärker wurde, geht dieser Dreier für Tottenham absolut in Ordnung und damit bleiben sie auch am Tabellenführer aus Liverpool dran. Watford konnte mit Chelsea lange mithalten, verloren dann aber trotzdem am Ende mit 1:2. Jetzt war in der Vicarage Road Newcastle United zu Gast, die verloren 4:0 bei den Reds beim FC Liverpool. Hier hatte die erste Möglichkeit der Gast und zwar in Person von Joselu, der trifft hier aber nur mit dem linken Fuß. Das Aluminium hätte schon früh in der Partie die Gästeführung sein können. Nach 20 Minuten dann eine gute Freistoßposition für die Gäste-Elf. Aus wirklich herausragender Situation. 19 Meter gerade mal. Richie bringt den auch auf den Kasten. Foster ist aber da, kann ihn klasse parieren und so stand es weiterhin 0:0. Diesmal im Gegensatz zum Spiel gegen Liverpool war hier Newcastle richtig gut aufgelegt auf des Gegners Platz. Das machten sie eine tolle Partie. Und das 1:0 hätte eigentlich auch schon fallen können, vielleicht sogar fallen müssen. Die nächste Möglichkeit, diesmal aber kein Problem für Foster. Den hält er doch relativ sicher fest, diesen
und platzierten Flachschuss. Nach einer guten halben Stunde dann auch mal Watford. Diney bringt den Ball in die Mitte. Pereira mit dem Abschluss, aber etwas zu zentral geschossen, dieser Ball. Nochmal vor der Pause der Gastgeber. Sie wollten es jetzt nochmal wissen. Doucouré. Doucouré bekommt dann auch den Abschluss. Aber auch der war nicht wirklich gefährlich. Hätte zwar gepasst, war aber eben mit zu wenig Druck auf den Kasten gebracht. Dann stand es eben zur Pause 0:0. Ging in Ordnung. Newcastle war zu Beginn besser. Watford vor der Pause etwas auffälliger. Und das taten sie im zweiten Durchgang dann zunächst auch mal. Genialer Ball in die Spitze. Super Ball sogar für Deulofeu. Der ist klasse, dieser Ball. Und dann muss es spätestens jetzt eigentlich das 1:0 für Watford sein. Über eine Stunde jetzt schon gespielt. Die nächste Möglichkeit. Lascelles kriegt den Ball da nicht geklärt. Wieder Deulofeu. Aber auch das ist dann etwas zu harmlos. Auf der anderen Seite dann mal wieder Newcastle mit einem Angebot für die eigenen Fans nach vorne zu spielen. Haydn, der Ball ist dann von Yedlin auch gar nicht mal so verkehrt. Trifft er nicht optimal, trotzdem wird es etwas gefährlich. Trotzdem geht der Ball dann aber auch über die Latte hinweg. Foster muss nicht eingreifen, sieht das dann, zieht noch zurück und kann den Ball ins Ausschauen. Knapp über eine Viertelstunde noch zu spielen, dann wieder mal der FC Watford. Es war wirklich eine gute Partie, eigentlich fehlten hier nur die Tore, weil die Chancen durchaus da waren. War es etwas überraschend, dass es nach 75 Minuten immer noch 0:0 stand. Und die Zeit lief davon. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Newcastle versucht es nochmal. Poselu legt auf Muto. Yoshinori Muto mit dem vermeintlichen 1:0. Aber so schön er das hier auch machte, er stand im verbotenen Raum abseits. In der 92. Spielminute wäre es jetzt nochmal gewesen für Newcastle. Aber ja, der Treffer wurde nicht gegeben. So trennen sich am Ende Watford und Newcastle United mit 0:0. Das geht über die 90 Minuten hinweg gesehen auch in Ordnung. Es war eine tolle Partie, die durchaus den ein oder anderen Treffer verdient gehabt hätte. Die Reds konnten sich für diese Elf schon richtig warm schießen, gewann gegen Newcastle United mit 4:0. Der FC Arsenal hingegen enttäuschte beim 1:1 gegen Brighton & Hove Albion. Die erste Möglichkeit gehört hier Roberto Firmino, der erstmal nur den linken Pfosten traf, aber das war nur ein Zeichen dafür, wie stark die Anfangsphase von Liverpool war. Klopp hatte wohl alles richtig gemacht, was Aufstellung und Einstellung anging. Shaqiri mit der Flanke, Sadio Mané mit dem Kopfball und das 1:0 in der 6. Spielminute. Der FC Liverpool überrannte in der Anfangsphase die Gunners, die waren noch gar nicht richtig auf dem Platz und dafür wurden sie hier jetzt zu Recht bestraft. Klasse Anfangsphase eben vom FC Liverpool. Klasse Flanke von Shaqiri. Klasse Kopfball von Sadio Mané. Und wenn diese Klasse zusammenkommt, dann ist es eben die Führung für die Gastgeber. Wie konnte jetzt der Gast aus London damit umgehen? Lichtsteiner bringt den Ball hier auf Iwobi für Özil im Start. Auf Gebot und Torreira muss hier dann mit dem ersten Möglichkeitsversuch, mit der ersten Torchance eigentlich das 1:1 machen. Kommt dann aus 11 Metern zum Klasseabschluss, beziehungsweise zur Klassemöglichkeit. Der Abschluss war dann eher miserabel. Aber jetzt folgten einige gute Chancen von den Gunners. Alisson Becker konnte aber parieren in dieser Szene. Lacazette mit dem Schuss, der aber zu unplatziert war, und da ist dann ein Weltklasse-Keeper eben ohne größere Probleme. Dann schlichen sich bei Liverpool auch immer wieder Fehler ein im Spiel nach vorne, wodurch sich Möglichkeiten ergaben. Hier durch Ramsey aber wieder zu unplatziert geschossen. In dieser Phase war der Gast tatsächlich der spielbestimmende Part in dieser Partie, aber er stand eben weiterhin 1:0. Vor der Pause dann Sokratis auf Torreira, der mit dem Fehler. Mané ist dazwischen, passt auf und spielt dann rüber zu Roberto Firmino. Scheitert an Bernd Leno, wurde also in dieser ersten Halbzeit noch nicht für einen guten Auftritt belohnt, der Brasilianer. Bernd Leno machte ihm da einen Strich durch die Rechnung. Das frühe 1:0 von Mané in der 6. Spielminute reichte also erstmal zur Pausenführung, auch wenn Arsenal weite Teile der Partie bis dato bestimmt hatte. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der Anfang gehörte dann dem FC Liverpool. Salah auf der rechten Seite legt zu Shaqiri.
Der ist kein Rechtsfuß, sieht man hier, aber trotzdem, so schlecht war es gar nicht gemacht. Leno hat aber kein Problem, den Ball festzuhalten. Stunde jetzt gespielt. Aaron Ramsey auf Torreira wieder. Legt zu Aubameyang. Aber Alisson Becker war wieder zur Stelle und konnte wieder parieren. Es war für Arsenal wirklich bitter. Sie hatten die Möglichkeiten, nur das Tor fehlte. Nach dem anschließenden Eckstoß dann diese Szene. Lichtsteiner kann sich da irgendwie durchsetzen. Klasse gemacht und Lacazette trifft nur die Netzhalterung von außen. Das 1:1 zu diesem Zeitpunkt absolut überfällig und hier fehlten wirklich nur ein paar Zentimeter. Wir sind in der Schlussphase. Der FC Liverpool konnte jetzt Arsenal weitestgehend vom eigenen Kasten fernhalten in den letzten 10-15 Minuten und dann kam sie nochmal durch Sadio Mané vors Tor und in der 88. Spielminute macht der dann auch die Entscheidung. Alles war klar. Auch wenn die Gäste hier durchaus einen Punkt verdient gehabt hätten, sie haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen, im Gegensatz zu Sadio Mané. Dem gelang das zweimal und so gewinnen dann die Tabellenführer aus Liverpool mit 2:0 gegen tapfer kämpfende Gunners aus London. Crystal Palace kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen Cardiff City am Selhurst Park hinaus und jetzt kam auch noch der FC Chelsea ins eigene Stadion und die hatten zuletzt gegen Watford 2:1 gewinnen können und wollten hier den nächsten Dreier einfahren. Man steht ja auf dem vierten Tabellenrang. Hier hatten sie durch Giroud die erste Möglichkeit, die dann aber viel Gefahr noch nicht wirklich versprühen konnte. Doch gute Anfangsphase der in gelb gekleideten Gäste. Willian scheitert dann in der 10. Spielminute per Außenrissschuss. Super Abnahme hier aus knapp 15 Metern. Der hätte gepasst, aber super Reaktion vom Keeper, der Gastgeber. Weiterhin nur die Gäste am Offensivspiel beteiligt. Jorginho, Kovacic und dann wieder eine gute Parade. Es sollte also einfach noch nicht sein zu diesem Zeitpunkt in dieser Partie mit der Führung für die Gäste aus London, die hier aber klar spielbestimmt und eigentlich auch in der Lage waren, das Tor zu erzielen. Der anschließende Eckstoß. Hazard von der linken Seite. Olivier Giroud mit dem 1:0. Die Direktabnahme ist da. Zweites Saisontor. Der ist noch nicht wirklich glücklich in dieser Saison. Und endlich kann er mal von Beginn an zeigen, was er kann. Super Direktabnahme. Und dann schlägt der Ball von den Händen des Keepers unterm Dach ein. Halbe Stunde jetzt gespielt. Dann kam Crystal Palace auch das erste Mal nach vorne. Townsend. Kann der Keeper mal testen. Gute Aktion von beiden Parteien in dieser Szene. Der einzige Torschuss auf den Kasten von FC Chelsea ging aber nicht ins Gehäuse. Es stand zur Pause 0:1. Durchaus das verdiente Resultat, weil Chelsea doch einen Großteil der Möglichkeiten auf der eigenen Seite hatten. Sie wollten jetzt im zweiten Durchgang gleich nachlegen. Kanté kommt hier erstmal gegen Tompkins aber nicht durch. Es wird aber nun unzureichend geklärt. Jorginho auf Willian, der mit dem Hacken Ball auf Olivier Giroud. Doppelpack des Franzosen. 54. Spielminute, 2:0 für die Gästemannschaft. Und zumindest die Vorentscheidung war jetzt schon mal geebnet. Sie wollten jetzt natürlich direkt noch einen drauflegen, damit gar nichts mehr anbrennt. Aber lange Zeit war Crystal Palace hier nicht auf Augenhöhe. Nochmal ein Ball auf Kanté und dann der Abschluss von Kovacic. Auch gar nicht verkehrt, aber etwas zu zentral geschossen. Es stand weiterhin 0:2. Und nach diesem Ball wurde dann plötzlich Crystal Palace nochmal wach und wollte nach vorne was zeigen für die eigenen Fans. Klar, so das letzte Spiel im Jahr 2018 sollte man zumindest positiv irgendwie beenden. Und das versuchten sie dann auch so zu bewerkstelligen. 71. Spielminute, Wilfried Zaha mit dem Anschlusstreffer. Guter Ball, den er hier bekommt. Dann ein guter Abschluss. Aber das war das letzte Offensivzeichen der Gastgeber. Stattdessen wieder der FC Chelsea nach vorne unterwegs. Kovacic, Conte kann hier aber nicht wirklich für Gefahr sorgen. Trotzdem nochmal eine Möglichkeit. Schlussphase schon angebrochen. Crystal Palace konnte wirklich gar nichts mehr nach vorne bringen nach dem 1:2. Kein einziger Torschuss mehr. Kovacic nochmal. Es blieb aber dann beim 1:2. Hätte am Ende des Tages durchaus höher ausfallen können. Vielleicht sogar müssen, aber mit dem 2:1 können die Gäste trotzdem sehr gut leben. Starten damit
perfekt rein, um dann das nächste Jahr positiv anzugehen. Sie gewinnen gegen Crystal Palace hochverdient mit 2:1. Das Positive an dem 1:5 gegen den FC Everton aus Burnleys Sicht war sicherlich, dass man jetzt schon die Möglichkeit hatte, nur wenige Tage später das Ganze wieder reinzuwaschen. Hier hatte aber der Gast aus West Ham die bessere Anfangsphase und die gehörte hier in der Möglichkeit in Person Aubameyang, der hier nach 7 Spielminuten das Tor hätte machen müssen. Der Ball rutscht da irgendwie durch, vielleicht etwas überrascht, dass er da wirklich runterfällt, wo er hinläuft. Aber dann muss er den trotzdem aufs Tor bringen und dann kann es eigentlich nur das 1:0 sein. Die Gäste waren hier besser aufgelegt, insbesondere in der ersten Halbzeit, und das spürte man hier weiterhin. Das 1:5 von Burnley lag noch etwas in der Luft und in den Knochen. Der Gastgeber wieder Aubameyang und wieder muss er hier das Ding eigentlich machen. Diesmal ist es aber Joe Hart, der das wirklich gut macht und die Sache hier pariert. Weiterhin West Ham offensiv wirklich ein dickes Feuerwerk. Konnte man sich durchaus anschauen, das Spiel der Gäste hatten ja auch zuletzt 2:1 gegen den FC Southampton gewonnen. Das ist dann wieder Aubameyang, wohl der schwächste Schuss von ihm im ersten Durchgang. Aber der feuerte aus allen Lagen und hätte eben den Treffer schon erzielen müssen. Dann gab es mal einen Eckstoß für den FC Burnley, 10 Minuten knapp vor der Pause. Endlich mal ein Offensivzeichen, das 1:5 gegen Everton. Wie gesagt, konnte man nicht einfach so wegreden. Dann gab es auch die Möglichkeit, aber Cresswell stand am ersten Pfosten und konnte dann das Ganze klären mit dem Kopfstoß. Wodurch es dann mit diesem 0:0 in die Pause ging, etwas schmeichelhaft für den FC Burnley. Wobei sie jetzt sich in den letzten Minuten vorm Pausenpfiff etwas steigern konnten. Der zweite Durchgang war dann eher von Kampf geprägt als von spielerischen Szenen nach vorne, hier eine von wenigen Möglichkeiten, aber richtig gefährlich wurde es da auch nicht wirklich. Kork ist das. Naja, wie gefährlich das dann ist, das sieht man dann hier in dieser Wiederholung. Burnley versucht es aber zumindest nach hinten, ließen sie dann wenig anbrennen und West Ham United wollte zwar nach vorne spielen, aber scheiterte dann immer wieder an der Verteidigung der Gastgeber. Dann hier mal so eine bisschen komische Aktion, Rückpass, Fabianski nimmt ihn auf, gab aber keinen indirekten Freistoß. Wir sind schon in der Schlussphase, Westwood kommt hier erst nicht durch, Barnes, Hendrick auf Kork und diesmal macht er den Ball rein. Jack Kork, 88. Spielminute, sein zweites Saisontor und diesmal ein ganz wichtiges und was für ein wunderbarer Treffer. Der 18. aus der Tabelle holt sich hier in der Schlussphase der Partie noch den Sieg. Geht dann auch in Ordnung am Ende. Im zweiten Durchgang waren sie aktiver. Und dieser tolle Abschluss von Kork ist dann mit dem nassen Ball nicht mehr ganz so einfach zu parieren. Burnley gewinnt ganz spät in letzter Instanz gegen West Ham United und sammelt ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Für Manchester City ist es mal wieder an der Zeit zu gewinnen. Zuletzt 2 Spiele in Folge verloren, gegen Crystal Palace zu Hause 2:3 und gegen Leicester City 1:2. Hier starteten sie besser in die Partie, ihnen gehörte die erste Chance. Bernardo Silva ist im Strafraum, legt gleich nochmal zurück auf Kevin De Bruyne, aber Yannick Vestergaard ist dazwischen und kann den Ball so entschärfen. Wie Pep Guardiola damit umging, dass sie verloren, sie konnten zumindest weitestgehend die Chancen von Southampton aufs Minimale reduzieren, trotzdem waren sie da. Diese Möglichkeit hier von Ederson pariert, das hätte das 1:0 sein können, aber jetzt kamen sie wieder. Die Elf von Ralf Hasenhüttl und jetzt Valerie an den Pfosten und dann Mario Lemina im Nachschuss. 43. Spielminute, 1:0. Für die Gastgeber und Man City schon wieder im Rückstand. Ederson pariert, dann der Pfosten, der Nachschuss ist dann nicht mehr zu korrigieren. Noch im ersten Durchgang die Antwort von Man City, es sah ein bisschen danach aus. Walker legt zurück auf Kevin De Bruyne, da kommt dann Kun Agüero zu Gündogan. Der Ball und der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. 5. Saisontor für Ilkay Gündogan.
Und dann zumindest nicht der Rückstand zur Pause für Man City. Trotzdem war man damit nicht zufrieden. Ein 1:1 wäre hier deutlich zu wenig. Zumal Tottenham ja auch schon an Man City vorbei ist in der Tabelle. 10 Minuten knapp im zweiten Durchgang dann gespielt. Kevin De Bruyne, und jetzt hatten sie auch noch Pech. Schießt den Ball hier an den Pfosten, aber das Pech hatte ja auch Southampton schon. Dann wieder der Gastgeber, Ings. Genialer Ball, und was ist das für ein Traumtor? Jan Valery in der 61. Spielminute, sein allererstes Saisontor. Klasse Ball von Ings. Und dann ist dieser Abschluss auch wunderbar gemacht. Konnte da Man City jetzt wieder postwendend drauf antworten, auf diesen Schock, auf dieses wunderbare Tor. Etwas über eine Stunde gespielt. Leroy Sané setzt sich da mit diesem Ball gut in Szene. Dann Sergio Aguero und Ausgleich. 2:2, 64. Spielminute. 9. Saisontor für den Angreifer. Und das war durchaus verdient. Jetzt kam nach vorne aber von Man City wieder zu wenig. Sie gingen hier zwar auf Sieg, aber es kamen keine Chancen dabei zustande. So gab es nochmal eine Möglichkeit nach Eckstoß von Lemina für den FC Southampton. 88. Spielminute, bringt den Ball rein. Sterling kann es aber nicht bereinigen. Der Abschluss von Yannick Westergaard geht dann aber ans Aluminium. Und das war die letzte Möglichkeit. Wieder sehr unbefriedigend für die Gäste aus Manchester. Die haben jetzt 3 Spiele in Folge nicht gewonnen. Southampton war hier nicht die schlechtere Mannschaft und verdient sich auf diese Art und Weise den Punkt. Die Gäste hier in Manchester, der FC Bournemouth musste gegen Tottenham Hotspurs eine richtig heftige Klatsche hinnehmen. 5:0 verlor man da, und jetzt sollte es gegen Manchester United besser werden. Die gewannen zuletzt hier im Old Trafford 3:1 gegen Huddersfield. Sie hatten auch die erste Möglichkeit nach 9 Spielminuten, die dann aber noch nicht zum Erfolg führte, auch wenn Lingard das hier nicht schlecht mache. Schurman konnte dazwischen funken. Knappe Viertelstunde gespielt, wieder die Gastgeber, die hier von Anfang an klar machen wollten. Der Dreier bleibt natürlich hier in Manchester. Pogba mit dem Abschluss auch, aber etwas zu harmlos. Dann auch mal die Gäste tatsächlich, sie wagten sich mal nach vorne. Nicht unbedingt häufig gesehen an diesem Abend. Stanislas, Brooks und dann Schurmann auch mit dem Abschluss. Der ist gar nicht verkehrt, senkt sich dann noch, aber minimal zu spät. Und dann ist das Glück für De Gea, dass er da nicht eingreifen muss. Weiterhin aber Manchester United, die dominierende Mannschaft. Fred macht das überragend, leitet auf Lingard. Da bekommt Fred dann den Ball wieder. Starke Aktion, das hätte dann spätestens die Führung für Manchester United verdient gehabt. Aber eben weiterhin dieses torlose 0:0. Sie arbeiteten weiterhin dran, auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Pogba hat da den Ball, legt nochmal auf Rashford, aber Begovic auch wieder hier zur Stelle. Weiterhin 0:0 und die 45 Minuten eben schon abgelaufen. Trotzdem, diesen Eckstoß gab es dann nochmal. Und den schauen wir uns auch an. Von der linken Seite hereingetreten, da kommt dann Rashford zum Kopfball und zum 1:0. 5. Saisontor für Marcus Rashford, und der macht dann hier absolut verdient das 1:0 für die Gastgeber. Das war höchst überfällig, etwas sinnbildlich, dass es erst in der 6. Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang fiel. Aber der Kopfball ist auch klasse platziert, passt dann perfekt. Dann steht bei Begovic keiner am zweiten Pfosten. Und er reagiert etwas zu spät, kommt dann an diesen platzierten Kopfball einfach nicht mehr dran. 1:0 also für Manchester United, höchst ungünstig für die Gäste, so spät noch einen Treffer zu kassieren, aber sie hatten ja jetzt noch 45 Minuten Zeit, das umzudrehen, beziehungsweise zumindest einen Punkt zu holen. Wie realistisch das war, ist natürlich eine andere Frage, trotzdem, sie versuchten es auf jeden Fall. Und der Angriff ist ja auch gar nicht mal verkehrt angespielt. Lehmer, Schürmann hier im Zusammenspiel, gute Doppelpässe, Matic ist aber dazwischen, Luke Shaw bereinigt die Situation, dann wir schauen drauf. Es ist auch zweimal das Bein, also kein Handspiel, kein Strafstoß oder Freistoß. Manchester United ließ sich im zweiten Durchgang ein bisschen Zeit mit dem Fußball spielen, kam dann in der 69. das erste Mal wirklich nennenswert wieder vors Tor. Rashford gegen Begovic aber noch pariert. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit dann nochmal die Möglichkeit zum Treffer, Juan Mata gegen Begovic, aber es sollte
am Ende des Tages nichts mehr sein. Trotzdem gewinnt Manchester United hier mit 1:0. Auch wenn der zweite Durchgang nicht mehr so spannend und spektakulär war, geht dieser Dreier für die Gastgeber absolut in Ordnung. Jo, das war es auch mit der Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Jetzt auf jeden Fall einen guten Rutsch. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Daumen und Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.